Genau, das war jetzt unser erster Block von Projekten und jetzt gibt es etwas Besonderes, bevor wir mit den Projekten weitermachen. Und zwar habe ich am Anfang schon gesagt, dass immer grob die Jugendhackt-Wochenenden unter der Überschrift mit Code die Welt verbessern stehen. Aber es ist auch jedes Jahr ein bisschen anders. Und was dieses Jahr anders ist, das erklärt uns jetzt die Projektleitung, die wir dafür auf die Bühne bitten. Und zwar hätten wir gerne einmal Daniel Salz, Paula Grünwald und Sonja Fischwald hier oben auf der Bühne. Einen herzlichen Applaus für unsere tolle Projektleitung. Ja, Daniel, dann erzähl mir doch mal, was ist dieses Jahr anders als in allen anderen Jahren bei Jugendhackt? Was macht dieses Jahr besonders? Also das Programm entwickelt sich eh immer weiter, aber wir haben ein großes Netzwerk an ganz vielen tollen StädtepartnerInnen, mit denen wir immer weiterdenken, was könnte als nächstes spannend sein. Und das passiert immer Ende des Jahres, fürs Folgejahr. Und natürlich ging da so Fridays for Future los. Wir hatten keine Ahnung, ob das heute noch existiert. Wir haben aber natürlich gesehen, dass es viele von euch beschäftigt. Viele gehen auf die Straße, viele denken über die Themen nach. Die ganze Klimakrise beschäftigt viele. Und wir standen vor der Entscheidung, wird das auch jetzt im Oktober noch Thema sein? Und wir sehen, wie sehr das Thema ist und sind sehr froh, dass wir das Thema gewählt haben. Und so sind jetzt über 10 Städte, also ein paar kommen dieses Jahr noch, immer wieder Themen bearbeitet worden, immer wieder zur Klimakrise gearbeitet worden. Und genau, wir sehen es ja hier in den Projekten, was da alles Spannendes passiert. Und heißt das Motto dann auch irgendwie anders dieses Jahr? Mit Code die Umwelt verbessern, statt mit Code die Welt. Sehr gut, super. Und mit den anderen Städten, hattest du jetzt auch das schon mit Recoded schon erwähnt? Nee, ja, oder? Mach doch das mal. Das kommt jetzt. Genau, also was auch uns immer ein großes Anliegen ist, ist, dass wir die Diversität erhöhen, insgesamt in der Textszene, aber dann vor allem auf uns geblickt. Wir alle wissen, dass die Textszene dann doch eher weiß, hetero, männlich ist. Das ist uns ein großes Anliegen und wir freuen uns immer sehr, wenn wir Möglichkeiten finden, daran zu arbeiten. Dieses Jahr haben wir das diverseste Jugendhackt ever, würden wir sagen. Also wahnsinnig viele Mädchen, die am Start sind. Ja, super großartig. Genau, und ein Partner, mit dem wir das angehen, ist Recoded. Ihr habt es schon in den Präsentationen gehört, wir sind etwas internationaler dieses Jahr und freuen uns, dass wir genau die Kooperation vom letzten Jahr fortsetzen konnten, dieses Jahr schon zum zweiten Mal Recoded mit am Start haben. Recoded ist eine Organisation, die ähnliche Dinge tut, auch versucht Coding zu vermitteln, aber das auch mit ethischen Fragestellungen zu verbinden, die hauptsächlich in der Türkei Angebote haben und in anderen Ländern und jetzt eben schon eine Woche bei uns sind und gemeinsam mit Jugendlichen aus Deutschland verschiedenste Organisationen besucht haben und Dinge entwickelt haben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Cool, klingt sehr gut. Liebe Paula, ihr habt auch eine Neuerung geschaffen, die dafür sorgt, dass man Jugendhackt sozusagen das ganze Jahr erleben kann, die Labs. Was ist das, was macht ihr da? Ja, genau. Tatsächlich sind wir super froh. Wir haben, wie Daniel schon gesagt hat, ein ganz, ganz tolles Netzwerk aus ganz vielen Städtepartnerschaften, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Die machen immer diese Wochenendveranstaltungen. Und wir haben aber immer wieder auch den Wunsch gehört von den Jugendlichen, so, ey, ich will eigentlich Jugendhackt das ganze Jahr. Warum gibt es das nicht in meiner kleinen Stadt auch? Und warum kann ich nicht eigentlich jede Woche dahin gehen? Genau, und diesen Wunsch versuchen wir jetzt so ein bisschen aufzugreifen, dem zu entsprechen und haben das große Glück, dieses Jahr mit 2 Pilotlabs an den Start gegangen zu sein, mit Fürstenberg und mit Ulm. Fürstenberg ist auch ganz nah hier an Berlin, wer es noch nicht kennt, eine Stunde von hier weg. Genau, und die Idee ist tatsächlich, dass man da sich regelmäßig treffen kann. Das heißt, alle 2 Wochen gibt es dort ein Angebot. Es gibt auch wieder ganz tolle Mentorinnen und Mentoren und vor allem ganz, ganz wundervolle Orte, die genauso wie hier, es gibt 3D-Drucker und Lasercutter und tolle Menschen. Sag nochmal, wo sind die? In Fürstenberg und? Ulm. Und welche Städte sind vielleicht noch geplant? Da arbeiten wir gerade hart dran. Nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall da nochmal wachsen und dann noch mehr wachsen vielleicht. Mal gucken. Also da kommt noch was, ja? Dranbleiben. Schalten Sie jetzt nicht weg. Es kommen weitere Standorte hinzu. Super. Ja, noch eine Frage. Sonja, was braucht es eigentlich alles, um Jugendhackt auf die Beine zu stellen? Denn mit viel Liebe und gutem Willen ist es ja nicht getan, oder? Oder doch? Naja, viel Liebe und guter Wille und viel Zeit und ganz viele Menschen, die uns helfen. Das ist auf jeden Fall mal die Hauptzutat, die wir brauchen. Aber wir brauchen auch Geld.
Und ich habe jetzt die Danke der Aufgabe, dass ich mich bei all den Leuten bedanke, stellvertretend für unser ganzes Team, für alle, die an diesem Wochenende dabei waren, für die finanzielle Unterstützung und für die ganzen tollen Partnerschaften, die wir an diesem Wochenende, die uns zuteil werden durften. Dass ich niemanden vergesse, dass ich mich nicht umdrehen muss, habe ich mir was aufgeschrieben. Wir bedanken uns bei Adesso Insure und bei der BitCrowd für die Unterstützung. Wir danken der FH Potsdam und der Naturfreunde-Jugend, der deutsch-türkischen Jugendbrücke und Recoded für ganz tolle Partnerschaften. Dankeschön. Wir danken dem X-Hein, der wie immer schon in den letzten Jahren uns mit Hardware versorgt und unseren Makespace betreut. Und wir danken auch dem CCC, dem Chaos Computer Club, der uns auf so viele unterschiedliche Art und Weise unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Ja, Sonja, noch eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Publikum sitzen würde und ich wäre jetzt total von Begeisterung erfüllt von diesen tollen Projekten, ich denke so, wow, ich würde das auch gerne unterstützen. Und was kann, gibt es irgendwas Aber Kleines, wie? Was ich beitragen kann? Was könnte ich denn bloß tun? Wo kann ich mein Geld hintun? Ja. Was würde ich dann machen? Ich weiß nicht, Sie haben, vielleicht ihr habt vielleicht auf euren Sitzen was gefunden, so einen kleinen Flyer. Der gibt einen kleinen Hinweis darauf. Ja, man kann uns tatsächlich auch unterstützen mit einer Spende oder mit einer Fördermitgliedschaft oder wenn ihr ein tolles Unternehmen seid mit einem Sponsoring. Ja, da haben wir ganz nette Angebote für euch. Wir haben ewige Dankbarkeit, die euch zuteil wird. Wir haben wunderschönen Merch, nette T-Shirts und solche coolen Pins, die auf euch warten und da freuen wir uns über alle, die uns auch auf diese Art und Weise unterstützen. Kommt in unseren Freundeskreis. Ja, wie also leicht es sein kann, ein guter Mensch zu sein. Nicht wahr? Also der Aufruf geht raus an alle Freundinnen und Freunde von Jugendhakt, alle Angehörigen, die sich freuen, wenn ihre Kids hier wahnsinnig viel Spaß haben und natürlich an alle Jugendlichen, die Jugendhakt entwachsen sind und jetzt wahnsinnig gut bezahlte Jobs haben und vielleicht mal wieder was Gutes tun wollen für die gute Zeit, die sie damals hier bei Jugendhakt hatten. Vielen Dank an euch für diese ganzen Erläuterungen und dann geht es jetzt weiter mit dem Programm, würde ich sagen. Genau. Dankeschön. Ich kann schon.